Super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuesten Video. Haku hat sich extra super schick gemacht. Ja. Hat sein bestes T-Shirt aus dem Schrank geholt. Naja, ein gutes. Und rasiert. Und rasiert. Ja, in dem Video nehmen wir euch nochmal mit zurück in die Werft nach Puerto Peñasco. Das heißt, das Video spielt Ende August, Anfang September. Ja, die Wasserlinie haben wir ja unter anderem dann auch angehoben und mittlerweile festgestellt, ich hätte sie vielleicht noch weiter anheben sollen, weil wir schon bald am Untergehen sind, aber dazu kommen wir gleich. Genau, im Video selber zeigen wir noch ein paar Projekte, die Haku dort erledigt hat. Ja. Und wir zeigen euch, wie wir zitternd auf den Hurricane Kay warten, denn wir wurden dort oben leider etwas böse überrascht. Aber in dem Zusammenhang zeigen wir euch nochmal, wie wir unser Wetter, vor allen Dingen in der Hurricane-Zeit, beobachten. Ja, beobachten, abrufen und die Vorbereitungen treffen, dass eben halt nichts passieren kann. Und da wir jetzt ja hier sind, ist alles gut ausgegangen. Genau. Denn jetzt aktuell sind wir Mitte Dezember. Ja, kurz vor Weihnachten. Wir sind zurück in La Paz. Und ja, Haku hat schon die Wasserlinie erwähnt, ja. Wir haben gebunkert. Oh Gott, und unser Schiff liegt noch mal tiefer. Ja, die Anix, die sinkt. Wir wollen ja durch den Pazifik fahren und nach Gambier, nach Französisch-Polynesien, in den nächsten paar Tagen aufbrechen. Und somit haben wir Großeinkäufe getätigt und gebunkert. Mehl in größeren Mengen, ein bisschen Rum in größeren Mengen. Bier in größeren Mengen können wir nicht mitnehmen, weil so viel Platz haben wir einfach gar nicht mehr. Und Anixi ist in der Hinsicht echt ein bisschen zu klein. Viel Geld für Lebensmittel ausgegeben. Aber es soll natürlich für die nächsten Monate eigentlich sein und nicht eben halt nur innerhalb dieses Monats aufgebraucht werden. Jo. Genau, also wir werden es in den nächsten Tagen ausklarieren. Haku hat schon erzählt, unser nächstes großes Ziel ist Gambier. Das ist eigentlich unüblich, in dieser Jahreszeit in die Richtung aufzubrechen, weil im Südpazifik normalerweise noch Hurricane-Saison herrscht. Aber dazu erzählen wir euch dann mehr in den kommenden Videos, warum wir das entschieden haben und warum wir jetzt schon aufsprechen und warum auch Gambier. Ja, wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns auf der Reise begleitet. Wir haben hier auf unserer Homepage einen Link zu unserem Tracker. Und zum Spot. Das heißt, da seht ihr aktuell immer, wo wir sind. Wo? Jo. Genau. Link blende ich hier oben nochmal ein. Ja, gut. Und ja, und das wird jetzt, es ist jetzt unser letztes Video, was wir dieses Jahr veröffentlichen. Wir danken euch mega herzlich, dass ihr dabei seid bei unserer großen Reise und wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne restliche Vorweihnachtszeit. Ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Gemütlich mit zusammen mit eurer Familie und ja, kommt gut ins neue Jahr und dass wir dann uns im neuen Jahr dann auch wiedersehen, wäre sicherlich toll. Bleibt gut gesund. Bis dahin. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Wir haben heute den 2. September 2022 und wir liegen immer noch in Puerto Peñasco in der Bootswerft. Und es ist so, wir haben diesen Platz vor allem deswegen gewählt, weil er 100% hurricane-sicher ist. Das heißt, hier ist wirklich in den vergangenen Jahren nie ein Hurricane hochgezogen. Es gab sicher mal Ausläufer von tropischen Stürmen, das heißt starke Regenfälle, aber dass wirklich ein Hurricane bis hier hochgezogen ist, das war in der Vergangenheit wirklich noch nie der Fall. Nichtsdestotrotz beobachten wir natürlich das Wetter ganz genau, denn wir befinden uns mitten in der Hurricane-Saison. Die Hurricane-Saison auf der Pazifikseite beginnt im Juni, Ende Mai, Anfang Juni. In den ersten Monaten ziehen die Hurricanes in der Regel nordwestwärts ab, Richtung Hawaii hoch. Aber ab August bis in den Oktober hinein ist die Gefahr, dass ein Hurricane die Sea of Cortez, also die Baja California selber, oder sogar die Sea of Cortez hochzieht, eben deutlich erhöht, weil das Wasser, die Wassertemperatur hier dann auch extrem hoch ist. Ja, und jetzt ist es so der Fall, also wie gesagt, wir haben Anfang September und jetzt beobachten wir das Wetter ganz genau, denn wir haben zurzeit ein Hurricane Xavier. Das sieht man hier auf Windy sehr gut. Der befindet sich momentan hier und der zieht in den kommenden Tagen hier die Bacher Außenseite hoch. Wir liegen hier oben, wo diese Hand ist. Und nächste Woche, das sieht man hier unten schon sehr gut, da bildet sich der nächste Hurricane, der hat noch keinen Namen. Der scheint allerdings eine hohe Gefahr zu birgen, wirklich hier die Sea of Cortez hochzuziehen. Ich lasse das mal ablaufen im Windy, da sieht man die Entwicklung.
der kommenden Tage. Also Xavier zieht, wie gesagt, hier in der Außenseite der Bacha hoch. Und hier sieht man, wie dieser Sturm immer mehr Gestalt annimmt. Also wirklich nicht lustig. Also die Bacha selber ist mit ziemlich Sicherheit betroffen. Und jetzt ist eben die Frage, wie hoch zieht dieser Sturm? Also jetzt sieht es schon wieder ziemlich krass aus. Oh, scheiße. Entschuldigung. Ja, kommt ziemlich nah. Kommt fast direkt. Oh nein. Laut dem Modell ja. Laut dem Modell hängen wir da genau drin. Ja, ich gucke jetzt halt nicht jeden Tag. Es ist noch eine Langzeitprognose. Genau. Wir haben verschiedene Quellen. Wir haben verschiedene Quellen, die wir natürlich abrufen. Zum einen ist es einfach windy grundsätzlich für den Überblick. Aber um Hurricanes ganz genau zu beobachten, die Vorhersage und so weiter, nutzen wir zum Beispiel die Seite Cyclocane. Das sieht es so aus. Wir haben hier die ostpazifischen Stürme, einmal Xavier, wo aktiv ist, und einmal die hohe Gefahr hier dieses anderen Sturms, der wie gesagt noch keinen Namen hat. Man sieht aber hier schon 80%. Also das betrifft noch den Sturm. Und wenn man dann auf die Details klickt, jetzt mal als Beispiel den tropischen Sturm Xavier, das ist die Seite von NOAA, kann man zum Beispiel sehen, Windprognose, Zugbereiche. Und ich gehe nochmal auf Cyclocane, das sind die sogenannten Spaghetti-Models, wo man hier sieht, wo sind allenfalls die Zugrichtungen. Das ist Xavier, wie gesagt. Und aber auch hier schon von diesem kommenden Sturm, wo könnte der langziehen? Bis jetzt scheint es sich anscheinend hier aufzulösen nach den Spaghetti-Models, aber ja, wie gesagt, das ist alles Langzeitprognose noch und jetzt müssen wir einfach das abwarten. Wir können, ja, ich meine, wir haben ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir haben eigentlich ja keinen Plan. Wir bleiben jetzt hier, wir sind hier auf dem Trockenen. Wir können nur schauen, dass wir es hier auf dem Trockenen alles Hurricane sicher machen, tropischer Sturm sicher machen. Aber ich meine, wir sind umgeben von X-Booten, wo die meisten Eigner nicht da sind. Also gerade ist mir ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Naja, okay, also. Was wir auf jeden Fall auch machen werden ist, oder was ich jetzt gerne in dem Zusammenhang machen möchte, ist, wenn wir jetzt nicht hier volles Internet zur Verfügung hätten, dann würden wir diese Informationen über die tropischen Stürme alles über SSB abrufen. Und wie wir das machen, das zeige ich dann einfach noch separat. Ich zeige, welche Seiten wir nutzen. Also wir rufen im Prinzip Textmails ab mit den genauen Vorhersagemodellen. Und das zeige ich dann aber separat, parallel für den kommenden Sturm. Noch ist es eine Langzeitprognose. Noch wussten wir nicht, inwiefern wir betroffen sein werden. Es galt nun umso mehr, das Wetter genauestens zu beobachten und allenfalls Vorkehrungen zu treffen. Aber bis dahin erledigte Hakko noch einige Refit-Arbeiten. Ich habe mich rasiert und ich habe mir mal gedacht, ich mache einfach mal nur die Hälfte, um den Rasierer zu schonen und um Nora zu ärgern. Ich finde, das ist gut. Ist mal was anderes. Das sind unsere Wachhunde, die den Platz hier bewachen. Des Nachts. Und Wachhunde. Verständlicherweise bekriegen sie sich tagsüber natürlich im Schatten, das ist ja auch klar, würde ich auch machen. Na ja, gut, okay. Momentan ist das Ding aber genau verkehrt rum, weil rechte Seite wie linke Seite gleich ist. So kann ich das abstecken und zusammen heften und dann wird das zusammengenäht und dann wird es nachher umgedreht. Also hier hinten ist ein kleines Teil,
dann kommt hier das lange Teil, jeweils mit den Ausbuchtungen für die ganzen Elemente. Und dann eben halt die beiden kürzeren. Andere Seite identisch und das ist das Frontteil, wo es zusammengeht. Im Prinzip aus diesen ganzen einzelnen Stücken ist jetzt ein ganzes Stück geworden. Und ja, jetzt bin ich wirklich selber auch mal gespannt, wie das jetzt passt. Die letzten beiden Nähte sind auch nur einfach genäht, falls ich es nochmal auftrennen muss. Selbst das ist schon dann bescheiden, aber es geht dann wenigstens. Aber ich hoffe, dass ich es nicht mache. Rausgucken vorne, wenn dann höchstens so, 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 ganz kurz, so, kipp, kipp. Ich mache unsere Dusche fertig. Sie ist ja schon seit 4 Jahren geplant, aber jetzt war es ja immer warm und dann duschen wir draußen. Und aber hier fahren wir in etwas kältere Region. Und ich bin ja ein Warmduscher, ich brauche immer warmes Wasser und auch einen warmen Ort. Und deswegen mache ich jetzt den Dusche fertig. Das heißt, Dusche fertig ist, die Wanne und sowas war ja alles klar. Aber war noch kein Ablauf drin und eine Pumpe, die das wegpumpt. Und jetzt mache ich da gerade einen kleinen Umbau. Ja, das sind jetzt so Anpassarbeiten. Das ist alles noch nicht fest und sowas, alles noch lose. Aber ich muss ja einpassen alles und für mich ist wichtig, dass es ja eventuell mal wieder ausgebaut werden muss und das muss auch funktionieren und nicht einfach alles nur zusammen und danach nach mir die Sintflut, weil dann habe ich nämlich später vielleicht mal ein Problem. Vielleicht ist dann dort ein Loch, das ist auch ein bisschen oval ausgeschnitten, dass ich dann mit dem Schlauch dann da durch kann und dann geht dann das da hinten raus, der Abfluss, und dann sieht das Ganze dann später so aus. So sitzt die Wanne da später drin, wird natürlich komplett eingedichtet und so eben halt, dass man sie auch so wieder rausnehmen kann. So soll das werden. Schauen wir mal. Die Pumpe, die kommt dann nachher dort in den Schrank rein. Der Schlauch geht da innen drin entlang und geht dann einen Schrank hoch. Ich wollte sie erst woanders hinsetzen, aber wir haben hier diese Querverstrebungen vom Rumpf her und die will ich dann nicht durchbohren oder sonst was. Das sind Aluminiumstreben. Macht ja das ganze Schiff stabil. Deswegen gehe ich dort oben im Schrank entlang. Ja. Also momentan hier zur Duschwanne. Und das ist diese Pumpe, etwas größere Pumpe, die dann dort eingebaut wird, um das Wasser wegzupumpen. Kommt dann da in den Schrank rein. Das Problem ist, ich müsste eigentlich ein Gummimensch sein, damit ich hier vernünftig arbeiten kann. Den bin ich aber nicht. Und, ist nicht so ganz einfach, aber da, wie gesagt, kommt das Ding rein und dann, ich denke mal, in ein paar Stunden oder in 2 Tagen, dann soll das wohl funktionieren. Da ist der neue Schlauch drin? Ja, das ist der Schlauch mit einem Verbinder, dass man die Pumpe mal bequem ausbauen kann, damit man da nicht so einen Stress hat, wenn mal eine Pumpe was ist. Wenn man nur die Verbindung lösen kann und die Pumpe relativ bequem ausbauen, ist da eben dran. Der weiße Schlauch, das ist dann der Ablaufschlauch für die Pumpe. Es funktioniert. Es ist klein, aber fein. Es funktioniert. Unser Hightech-Wasserhahn hier. Ich bereite die Duschwanne vor zum Einsilikonieren, dass das dicht ist. Da wird jetzt die ganze Kante bis jetzt. Ist jetzt so ein Filzband reingesteckt, dass das Silikon nicht weglaufen kann. Und dann wird jetzt die gesamte Kante wird dann eben halt mit Silikon eingespritzt.
Und ich will nicht die ganze Kante mit Silikon füllen, weil es kann ja sein, dass ich die Duschwanne vielleicht irgendwann mal wieder rausreißen muss. Und deswegen ist da was schön gestopft, dass das Silikon eben halt nur so ein ganz bisschen absacken kann. Und dann sieht das sauber aus, ist dicht und man kann es auch später mal wieder rausnehmen. Das sind die Vorbereitungen, jetzt spritze ich das gleich ab. Ja, wir haben ja vor einiger Zeit unseren Anker verbogen, wie ihr wisst. Und dabei hat es aber auch die Bugrolle zerstört, beziehungsweise oben das Ganze verbogen. Haku kann vielleicht mehr dazu erzählen. Ja, die Nase vorne ist natürlich auch alles Aluminium. Und wie gesagt, wenn ihr so einen Stahlanker verbiegst, der nun auch dementsprechend dick ist, treten da Kräfte auf und da habe ich das dann ein bisschen runtergebogen. Ich glaube, die Schrauben haben sich verbogen, die Rollen sind kaputt. Und eine verbogene Schraube, die weiter hinten saß, ja, man sieht es kaum, aber das ist hier, das ist die geringfügige. Die andere, die weiter vorne saß, die war richtig in eine Runde gebogen, so dass ich es jetzt nicht mehr reinbekomme. Und da versuche ich das mal so ein bisschen zu richten. Ach, und falls ihr das verpasst haben solltet, wie wir unseren Anker verbogen haben, hier ist übrigens der Link zum Video. Wir haben damals natürlich auch einiges gelernt. Ich muss mal gucken, ob ich Haku gerade stören kann. Damals, weißt du, als wir unseren Anker verbogen haben, haben wir natürlich auch einiges gelernt. Warum ist das passiert? Das haben wir nie irgendwie erzählt. Passiert ist das ganz einfach, weil ich ein bisschen wütend war, weil die Nora bei diesen gewaltigen Wellen weg wollte. Dann hat er sich unterm Stein verfangen und ich habe dann natürlich mit Gewalt dann eben halt das Ding rausgebrochen. Und zwar in dem Moment, wenn die Ankerwinch hat es also nicht gezogen, sondern in dem Moment, wenn Alex die vorne runtergeneigt ist, habe ich die Kette über den Ankerwinch gezogen. Und dann hat die Alex hier natürlich durch das Schaukeln den Anker darunter weggebrochen. Da sind Kräfte aufgetreten von, ja, ich denke mal, die Winch schaltet ab bei 700 Kilo Ausbrechkraft. Ich denke mal so von einer Tonne anderthalb wenigstens, die dann eben halt das ganze Ding dann belastet haben. Und das ist gewaltig, das ist echt gewaltig. Wenn wir das mal wieder hätten, was würdest du dann machen? Oder was würde verhindern, dass es nicht mehr nochmal passiert? Ganz einfach, wenn sowas nicht passiert, dann musst du dann wirklich Kette geben, vorfahren und dann den Anker in die andere Richtung rausziehen. Und wenn er nicht rausgeht, dann musst du eben halt warten, bis das Wetter ruhiger wird und dann den Anker rausholen. Runtertauchen oder wie auch immer. So, wie wir ja schon berichtet haben, haben wir den ersten Hurricane, der die Bache hochzieht. Es hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass er die Außenseite, die Pazifikseite der Bache entlang zieht. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir die Ausläufer zu spüren. Und ich wollte euch jetzt mal kurz auf der aktuellen Wetterkarte zeigen, wie das am Freitag vor allem bei uns aussieht. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, genau. Genau, wir haben jetzt hier Mittwoch um 10. Wir werden morgen den Vormittag dafür nutzen, da haben wir es noch ruhig. Das ist jetzt hier die aktuelle Wettervorhersage für Puerto Peñasco, wo wir uns da befinden. Dafür nutzen noch sämtliche Schattenspender und alles mögliche, was wir noch an Deck haben, was den Wind noch einfangen könnte, abzunehmen, dass wir wirklich so wenig Angriffsfläche wie möglich haben. Die Segel gehen nur und Vorsegel haben wir runtergenommen, weil ich einfach auf 100%ig nochmal sicher gehen wollte, dass da wirklich so wenig wie möglich Angriffsfläche im Rig herrscht. Und ab Donnerstag Nacht geht es im Prinzip los. Bewölkung nimmt zu, der Wind nimmt zu. Es ändert sich jetzt halt auch laufend noch von der Vorhersage her. Vorhin sah es noch ein bisschen schlimmer aus. Jetzt sieht es so aus, dass wir hier ab morgens um 2, Freitag um 2, mehr Wind bekommen. Wind nimmt zu, kommt aus Südost. Und momentan ist die maximale Windvorhersage in Böen 37, 38 Knoten für Freitag, Mittag ungefähr. Wir werden sehr viel Regen haben, sehr wahrscheinlich. Und ja, gucken mal, dass wir das hier alles gut überstehen. Ist
aber jetzt noch bei Donnerstag. Genau, aber hier unten, Freitag. Ach, hier mal. Da mal oben das Bild laufen. Ja. So sieht es dann aus. Freitag um 7, Freitag um 8. Wir hoffen ja, dass er noch weiter westlicher abdreht, desto weniger bekommen wir Ausläufer ab. Aber es ist schon wahnsinnig gigantisch, sowas mal zu beobachten. Also, und auch vor allen Dingen so nah dran zu sein, zu sehen, was für Ausmaße so ein Hurrikan im Prinzip einnimmt. Also über 300, 400 Meilen Ausmaß ist das Ganze zu spüren, vom Auge aus. Und Wahnsinn. Wenn wir jetzt nicht hier in der Werft wären oder mit Internetzugang versorgt wären, dann würden wir ja unsere Wetterinformationen über SSB abrufen. Und dort bekommen wir Textdateien zugeschickt. Und in diesen Textdateien sieht man dann ganz genau, oder ist genau beschrieben, der Sturm ist um die und die Uhrzeit UTC dort und dort, um die und die Uhrzeit UTC dort und dort, also der Forecast im Prinzip. Und das habe ich dann mal versucht in eine Karte einzumalen. Das sieht man jetzt hier, das war vor 2 Tagen, die Vorhersage. Und dann kann man hier die Zugrichtung von Hurrikan Kane, also vom Auge des Hurrikans, verfolgen. Und das gibt uns natürlich offshore, also wenn wir keinen Zugang zum Internet haben, die Möglichkeit, gut zu planen, wohin können wir uns verstecken. In dieser Textdatei ist auch genau angegeben, welche Ausmaße, in welchem Quadranten, wie viel Wind entfernt vom Auge zu wahrscheinlich auftreten werden, wie viel Regen und so weiter. Und entsprechend kann man dann auch offshore damit ganz gut handeln. Das war für mich jetzt nochmal persönlich total wichtig, das zu verifizieren mit einer aktuellen Wetterkarte, zu beobachten, wie gut stimmen die Vorhersagen. Weil wenn wir dann später gerade innerhalb der Hurrikan-Saison im Südpazifik sind, rufen wir das auch über SSB ab, diese Textinformationen oder diese Meldungen. Und wenn dann 4-5 Tage vorher sich ein Hurrikan irgendwo bilden sollte, hätten wir einfach dann schon genügend Zeit, um irgendwo hin zu verschwinden und irgendwo hin zu verstecken. Und ja, das beruhigt so ein bisschen. Also das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Erzähl mal, was du da machst. Was ich hier mache? Ich will unsere Anix hier noch ein bisschen zusätzlich sichern. Ja, was wir jetzt machen, ich mache hier noch zusätzliche Sicherungsleinen, weil unsere Anix hier steht auf Hölzern und wir haben jetzt heute Donnerstag und ab morgen sollen hier die Ausläufer des Hurrikans Kane durchziehen. Okay. Und ja, also wie gesagt, die Ausläufer des Hurrikans Kane sollen hier durchziehen ab morgen mit extrem viel Regen und Wind, wahrscheinlich in den Spitzen bis 40 Knoten. Das ist eigentlich nicht so viel. Aber die Anix steht relativ hoch auf Hölzern und quer und der Wind kommt dann genau auf die Seite von der Anix drauf. Und wenn der Wind in Böen kommt, das heißt mit der Anix spielt, immer so gegenbläst, kann es sein, dass er sich da runter vibriert oder runter schaukelt von den Hölzern. Und deswegen will ich gegenseitiges Wegrutschen die Anix mit 2 langen Seilen nochmal sichern. Da hinten hat sie so 2 dicke Metallpfähle, da gehe ich jetzt dran und dann kann sie auch nicht wegrutschen. Umkippen kann sie eher nicht, weil die steht mit den Stützen und sowas so fest und von daher... Dann haben wir die Segel schon abgenommen und alles abgedeckt und alles, was so übrige ist, gesichert. Und oh, eigentlich bin ich da sehr guter Dinge. Und wenn wir wahrscheinlich sowas alles machen, dann passiert sowieso nicht viel. Anixi war vorbereitet, zur Seite hin abgespannt, die Vorsegel abgeschlagen, das Großsegel extra gesichert, sämtliche Kanister und andere Dinge vom Vordeck ins Cockpit verstaut. Mehr konnten wir nicht machen. Jetzt galt es nur noch abzuwarten. Ja, ich sitze hier momentan vor dem iPad und schaue da so drauf. Und zwar schaue ich unseren Energiezustand an. Wir haben also momentan noch 51% Akkukapazität. Das hat damit zu tun, dass wir in den letzten Tagen ein bisschen bewölkten Tage hatten, nicht immer nur schön Sonne.
Und hier im Schiff, also wirklich der Kühlschrank lief und dann auch permanent an den Videos gearbeitet wurde. Sprich, die Rechner brauchten dementsprechend und wir dementsprechend unsere Energie so ein bisschen runtergezogen haben. Und ich habe hier natürlich die Option, das Ladegerät anzuschmeißen, das will ich aber nicht. Ich will einfach mit unserem Krams auskommen und jetzt fängt langsam der Windgenerator an zu drehen, weil ja die Ausläufer des Hurrikans kommen und jetzt sehe ich hier immer, wie das so ein bisschen rauf und runter geht, beobachte das. Im Moment verbrauchen wir immer noch 100 Watt. Wenn dann der Wind mal weht, dann geht es runter auf 30 Watt. Und ich denke mal, wenn es richtig anfängt zu wehen, dann verbrauchen wir nicht, sondern dann kriegen wir geliefert. Weil also Hakko hat eher Spaß am Wind. Ich habe da momentan Spaß dran, ja. Mir gefällt das. Also ich warte darauf, dass es endlich mal anfängt zu wehen hier. Damit die Batterien wieder voll werden. Hey, wie war die Nacht? Harmlos. Ich fand das also wirklich, ich habe mit viel, viel mehr gerechnet und es war noch nicht mal so viel, dass der Windgenerator vernünftig Strom lieferte für unsere Batterien. Deswegen sind wir jetzt am Landstrom. Jetzt haben wir uns an Landstrom erhängt. Ja. Also das war wirklich, auch vom Regen her, der gemeldet war, wer weiß wie viel Regen und so, also kaum Regen, ein bisschen Tröpfen und so. Nö, alles gut, alles fest. Die Ersatzteile für unseren Außenborder sind da. Die sind gestern gekommen, aus den USA sind sie mitgebracht worden. Und ja, und dann haben wir da mal reingeguckt. Alles, was wir bestellt haben, ist da drin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu bestellen. Und dann sind das natürlich hier so Dichtungen, die wir brauchen, für den Motor wieder abzudichten neu. Und dann die ganze Tüte mit Klüngelkrams. Das Wichtigste. Und das Wichtigste ist natürlich das Ventilchen. Ja? Und weil das kaputt, muss man den ganzen Mist haben. Und was da nicht unbedingt dazu gehört, also jetzt bei der Reparatur des Ventils, ist neuen Impeller gibt es gleich. Und was hatte ich dann noch? Ah ja, und eine neue Anode. Das sind so die beiden Sachen, die ich noch mitbestellt habe, die ich jetzt natürlich in dem Zusammenhang mit neu mache. Aber ansonsten, dieser ganze Klüngel hier, das ist nochmal so eine ganze Handvoll. Alles Kleinteile und Federn und Halteringe und alles nur um so ein Shit-Ventil auszuwechseln. Und dieser kleine Haufen kostet wie viel? Dieser kleine Haufen kostet $150 plus eben halt Versand aus Japan. That's it. Und der Motor ist noch gar nicht so alt. Seit 4 Jahren im Betrieb. Ganz wichtig, was ich noch vergessen habe. Ich kann jetzt, wenn ich das möchte, ich kann es nur nicht, aber vielleicht kann ja einer von euch das, japanische Zeitung lesen. Und dann kam der Regen doch noch. 2 Stunden lang schüttete es durchwegs. Auf dem Werftgelände bildeten sich riesige Pfützen, aber alles im grünen Bereich. Da sich die starken Regenfälle zu Zeiten einer Springtide einstellten, lief der Slipbereich im südlichen Teil der Werft bei Hochwasser über. Ansonsten verlief das Ganze aber deutlich harmloser als wie vorhergesagt. Und deshalb widmete sich Hakko schon wieder kurz darauf dem Außenbootmotor. Should've loved each other, baby.
you're so near. California, all senses clear. Am 13. September sind wir endlich wieder im Wasser. Die To-Do-Liste ist leer, aber jeder, der ein Boot hat, weiß schon jetzt, es wird nicht lang so bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur kommenden Episode.